Eigentlich bin ich viel zu müde, um irgendwas zu machen, ey. Das ist ja richtig schlimm. Also ich weiß ja nicht. Awesome Schere, awesome Schere. Schnipp, schnapp, schnibbelidab. Schnipp, schnapp, schnibbelidab. Awesome Schere kommt zum Einsatz. Sehr kann ist mein Girl, sehr kann ist mein Girl. Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja. Awesome Schere, 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 awesome Schere. Oh mein Gott, was waren denn das für gruselige Träume? Oh Gott, bloß nicht. Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja. Und heute machen wir mal die Neuzugänge für die letzte Zeit. Das steht wieder in der Videobeschreibung, von welchem Zeitraum das Ganze hier jetzt stattfindet. Ja, es ist wieder ein bisschen was zusammengekommen. Ich zeige euch wieder, was ich so gekauft habe, was ich so bekommen habe und was das Ganze ist. Und sagt vielleicht ein bisschen was dazu. Erstmal vorneweg, ich habe eine neue Kamera. Ich hoffe, die Qualität ist soweit in Ordnung und das sieht gut aus und ihr freut euch. Könnt mir gerne ein bisschen Feedback geben, würde mich natürlich sehr freuen. Und dann würde ich auch sagen, wir fangen direkt an mit den ersten Sachen und ich hoffe, ihr seid schon ganz gespannt, was der gute Ben sich hier mal wieder so gegönnt hat oder auch bekommen hat. So, wir fangen an mit der ersten Sache. Ich gucke mal, dass die Kamera das auch immer schön scharf stellt. Da fangen wir an hiermit. Das ist eine Amiibo-Figur von Nintendo und das Ganze hier von Sephiroth aus der Super Smash Bros. Collection. Eine Amiibo-Figur, die ich sehr, 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 sehr cool finde. Ich würde ja fast sagen, das ist eigentlich meine Lieblings-Amiibo-Figur, da ich ja sehr, sehr großer Sephiroth-Fan bin und das Ganze jetzt hier zum Glück diese Figur das Ganze ins Spiel geschafft hat und jetzt gibt es das natürlich dann auch als Amiibo-Figur, was der kleine nette Bonus ist. Ich finde auch, dass sie sehr cool aussieht von der Pose her, also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja, die habe ich noch nicht ausgepackt. Ob ich sie auspacke, weiß ich noch nicht. Oder ich kaufe sie mir nochmal, das weiß ich nicht. Das ist für mich wirklich ein ziemlich heiliges Sammlerobjekt in Sachen Amiibo-Sachen. Also da freue ich mich sehr drüber. Ich habe 19,99 € bezahlt. Ich glaube, dass es die auch eigentlich für 15 € gab. Aber ich habe sie leider bei einem Shop vorbestellt für 19,99 € und die andere habe ich dann nicht mehr bekommen und bin froh, dass ich überhaupt eine bekommen habe, weil die schon mit Verspätung ankam. Aber gut, habe ich halt 19,99 € für bezahlt. Das war Nummer 1. Nummer 2, da haben wir hier auch was Schönes. Das ist von Strictly Limited Games. Das hatte ich auch schon länger bestellt. Und zwar das hier, die Cotton 100% Collector's Edition für die PS4. Das ist so eine Spielereihe, die es schon länger eigentlich gibt, die aber bei uns ja auch nie so sehr den großen Markt erreicht hat. Also man konnte das damals, glaube ich, eigentlich nur in Japan kaufen. In den USA weiß ich gerade gar nicht. Da gab es ja Super Nintendo-Spiele von und ach, was weiß ich, schieß mich tot. Das Ganze ist eigentlich eher so ein japanisches Ding, wo man eben diese Kleider, ich weiß gar nicht, ist das eine Hexe oder ist das einfach nur ein Charakter mit einem Besen? Auf jeden Fall fliegt man, soweit ich weiß, mit der durch so verschiedene Level durch, lenkt hoch und runter, schießt alles Mögliche ab. Also diese Art Spiel dürfte das eigentlich sein. Und da gab es jetzt halt diese Collector's Edition hier für uns. Sehr, sehr cool, habe ich mir mal gegönnt. Und dazu gab es noch als kleinen, ja, Bestellboni, sage ich mal, das kommt damit zur Collector's Edition dazu. Dieses kleine Paket hier, das hier ist dann auch von der Geschichte und das beinhaltet eine kleine Teetasse. Könnt ihr euch gerne mal online anschauen, findet ihr auf jeden Fall, dann wisst ihr auch, wie die aussieht. Wenn euch das interessiert, auf jeden Fall war dieses gute Stück mit dabei. Und dieses Cotton 100% Set hat 64,99 € gekostet. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier was, was man eigentlich mal öfter braucht, vielleicht, eventuell. Einen neuen Controller. Da hat der Ben sich hier mal den Xbox Controller in der Lunar Shift Edition gekauft. Die heißt doch so? Ja, die heißt so. Das Ganze war eigentlich nur deswegen, weil ich mir einen neuen Controller kaufen wollte, weil mein Alter schon so ein bisschen bisschen langsam den Geist aufgegeben hat, sagen wir mal so. Und da wollte ich mir einen neuen gönnen und dann gab es halt diese Version hier in dieser Farbe, die ich eigentlich sogar ganz schön finde.
gerade im Angebot so ein bisschen für 49,99 und da habe ich mir den dann einfach mal geschnappt. Und ich finde die Farbe auch sehr, sehr schön und der ist hinten auch so gummiert, also der rutscht auch nicht so leicht weg. Und das ist wirklich sehr cool, funktioniert wunderbar. Und dadurch, dass ich öfter auch mal am Computer spiele mit Controller, benutze ich den dafür ganz gerne und da funktioniert er 1A. Kann ich nur empfehlen. Und auch die Farbe ist, wie gesagt, sehr cool. So, dann haben wir hier noch eine Sache, das habt ihr auch schon damals im Unboxing gesehen. Funktioniert weiterhin tadellos. Meine Pokémon OLED Switch im Pokémon Design, wie gesagt, Karmesin und Purpur. Die ist ja auch mit dem Spiel erschienen, mit dem richtig coolen Design der Docking Station auf der Switch und die Controller. Das könnt ihr hier hinten nochmal sehen. Dieses gute Stück haben wir ja auch in der Sammlung und die benutze ich auch, wenn ich den Switch spiele. Sehr schönes Stück, Pokémon OLED Switch. Und das Ganze hatte 359,99 € gekostet, also schon eine ganze Menge, aber das ist halt so ein Standardpreis für eine Limited Switch. Und ich bin gespannt, ob Zelda auch demnächst eine bekommt, da muss ich schon wieder austauschen. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier ein kleines Bundle, sage ich mal, auch wenn es eigentlich kein Bundle ist. Und zwar The Binding of Isaac Repentance Deluxe Edition. Genau, so heißt das Ganze und das sieht so hier aus. Das ist einfach so eine schwarze Box mit diesem Logo vorne hier, wenn ihr das sehen könnt, dieses Teufelslogo. Und dann auf der Rückseite sehen wir dieses hier. Ja, also man kann jetzt hier von so nicht so viel sehen, aber das gute Stück ist endlich angekommen. Und das Ganze auch noch ein zweites Mal, denn ich habe hier die Variante für die PS5 und auch für die Nintendo Switch. Hier seht ihr auch ein bisschen mehr, dass das ein Glitzerfernseher noch ist. Also sehr, sehr coole Sammlerobjekte, wie ich finde. Und an der Seite seht ihr auch hier zum Beispiel PlayStation 5 mit dem Titel. Auf der anderen Version steht dann natürlich dann die Switch-Version drin. Und diese beiden guten Stücke, dazu kann ich erzählen, das habe ich damals direkt in diesem Shop bestellt von Nikalis oder so. Als es auch angekündigt wurde, dass es eine Retail-Fassung von dem neuen Isaac gibt mit dem DLC und so weiter, da haben wir das direkt vorbestellt. Gab es auch nur da, soweit ich weiß. Das Problem war allerdings, dass es dann erschienen, aber die Retail-Fassungen waren da irgendwie noch nicht fertig produziert. Das heißt, alle konnten es schon spielen und ich nicht. Da waren wir damals dann ein bisschen traurig. Dann haben wir das Ganze dann doch digital gekauft, um das spielen zu können. Und haben das auch schon 1000 Stunden gespielt, was weiß ich. Und jetzt, vor kurzem, endlich sind diese Versionen angekommen. Da gab es nämlich damals ein paar Schwierigkeiten. Das haben die aber auch per E-Mail geschickt. Da ist irgendwas auf dem Schifftransport kaputt gegangen von den Collectors Edition Sachen und was weiß ich. Also hat alles leider ein bisschen länger gedauert. Dafür hat man aber auf jeden Fall die Collectors Edition jetzt ohne großen Aufpreis bekommen, soweit ich weiß. Oder mit einem kleinen Aufpreis oder irgendwie war da was. Dadurch sind es jetzt nicht mehr nur die Standard Editions, sondern diese Collectors Editions. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich die in der Sammlung habe, brauche ich aber auch nicht auspacken, ist eher so ein Sammlerobjekt, da ich das Ganze, wie gesagt, auch so jetzt spielen kann. Und das hat gekostet, beide zusammen, für 159,98 €. Und ja, es kamen dann sogar noch Zollgebühren dazu, also eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Also war schon eine teure Angelegenheit, aber das sind trotzdem dann sehr schöne Sammlerobjekte, die vielleicht nicht jeder hat. So, dann geht's weiter mit Nintendo Switch-Spiele, die ich hier noch habe. Da haben wir hier Pokémon, Karmesin. Ja, das ist ja eins der neuesten Pokémon-Ableger hier. Da gibt es ja Karmesin und Purpur. Ich habe mich für Karmesin entschieden, weil ich das doch ein bisschen cooler fand mit diesem roten Urzeit-Pokémon hier, welches rumreitet, statt rumzufahren wie das andere. Ja, zu den neuen Pokémon-Spielen habe ich auch oft genug gestreamt. Könnt auch gerne mal mit reinschauen in meine Streams. Was sage ich dazu? Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, wie das Ganze läuft, so teilweise sehr ruckelig und alles lädt so lange und die Pokémon erscheinen so spät und ach bla bla bla. Also da gibt es halt wirklich sehr viele Performance-Probleme, die sie jetzt versucht haben zu beheben, indem sie einfach ganz viele Pokémon und Charaktere rausnehmen, was ich ganz schlecht finde, also ich weiß ja nicht. Also das hätte wirklich noch ein bisschen besser sein können, dann hätte ich mich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gefreut. Also das hat schon meinen Spielspaß ein bisschen getrübt, muss ich zugeben. Aber so an sich ist es schon ein ganz nettes Spiel, auch wenn ich das mit dieser Kristallisierung nicht unbedingt mag. Das ist so gar nicht meins, dass irgendwie Pokémon ihre Art von Pflanze auf Feuer ändern können oder so. Das ist jetzt so nicht so meine Welt. Aber so an sich ist es ein ganz nettes Spiel. Man hat auch Spaß, da ein bisschen rumzufliegen und die ganze Welt zu erkunden und Shinies hunten und so weiter. Ist schon ganz nett. Und da habe ich hier, wie gesagt, Pokémon Karmesin.
Da hat mir netterweise der liebe Azuka 20 Euro dazugegeben und ich habe dann den Rest bezahlt. Insgesamt waren das dann 54,99 und dann habe ich mir das gegönnt, weil ich wollte nicht den normalen Standardpreis dafür ausgeben. Aber da habe ich wieder Unterstützung aus der Community bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Und dann haben wir hier auch das nächste Nintendo Switch Spiel, welches ich auch nicht ausgepackt habe bis jetzt. Und das habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil es günstig war. Nämlich Chocobo GP. Ein, ja, ich sag mal, vielleicht Mario Kart Klon aus dem Square Enix Haus mit den Chocobos und verschiedenen Charakteren. Ich sehe hier unter anderem auch ein Mogri drauf oder ein Vivi Zauberer aus Final Fantasy 9 sehe ich hier. Ich weiß gar nicht, ob das ein Fahrer ist. Auf jeden Fall habe ich mir das einfach mal mitgenommen, weil es günstig war. Soweit ich weiß, ist es wohl ganz nett, aber hätte wohl noch besser sein können oder so irgendwie. Irgendwie habe ich sowas mal gelesen. Aber da kann ich euch nicht so viel dazu sagen, weil ich es nicht gespielt habe bis jetzt. Aber auf jeden Fall habe ich mir das mal mitgenommen. Und dafür bezahlt habe ich 12,74 Euro. Und deswegen für 12 Euro, komm, nimm's mal mit, haus mal rein, vielleicht spielst du es irgendwann, habe ich mir das Ganze mal gegönnt. So, dann haben wir hier so ein Spiel, ja, das nennt sich Bayonetta 2 inklusive Download-Code von Teil 1. Dazu kann ich schon mal sagen, der Download-Code, der ist auf jeden Fall nicht dabei. Ja, warum habe ich mir das gekauft? Das liegt daran, dass ich vor kurzem im Stream mal Bayonetta 1 durchgespielt habe. Mit dem Grund, dass ich eigentlich Bayonetta 1, 2 und 3 dann spielen wollte. Das Problem war nur, Teil 2 habe ich nicht gehabt. Und ich kam auch nicht gut ran. Das lag wahrscheinlich daran, dass viele jetzt wegen Bayonetta 3, wo das erschienen ist, dann auch Bayonetta 2 haben wollten, kaufen wollten, wie auch immer. Auf jeden Fall war es ein bisschen teurer und das war ein bisschen blöd und ich kam nicht so gut ran und online war es auch teuer und das wollte ich dann auch nicht so bezahlen. Und dann habe ich aber über eBay Kleinanzeigen einen netten Deal gefunden, das war sogar in der Nähe bei mir, wo einer das hier verkauft hat. Leider die PEGI 18 Version, ich habe ja mal lieber die USK-Variante, weil die Verpackung jetzt auf Englisch ist. Aber das ist jetzt mal nicht ganz so schlimm, weil der Preis war okay. Dann habe ich dafür 25 Euro bezahlt und dafür kann ich jetzt endlich Bayonetta 2 spielen. Das ist ja wunderbar, ich freue mich drauf. Noch habe ich es nicht gemacht, habe ich aber noch vor. So, dann haben wir hier noch als letztes für die Switch Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Das ist so eine kleine Spielesammlung von den alten Turtles-Spielen. Also da hast du, glaube ich, ich weiß gar nicht, die vom Game Boy, waren die da auch drauf, kann sein. Dann auch vom NES, vom Super Nintendo, vom Sega Mega Drive, sogar von den Arcade-Varianten sind hier Spiele drauf. Also eine ganze Menge Turtles-Action, teilweise auch online. Ich weiß gar nicht mehr, ob alles online geht. Aber auf jeden Fall, wenn man die alten Turtles-Spiele mag oder auch Turtles in Time und alles, kann man sich das ruhig gönnen und auf einer modernen Konsole diese ganzen geilen Turtles-Spiele spielen. Cowabunga. Das Ganze hier ist noch sealed, hat auch einen folgenden Grund. Da ich das Ganze direkt zusammengekauft habe für Switch und PS5, also beide Varianten und das Ganze hier in der PS5-Version, das habe ich schon ausgepackt gehabt, das habe ich auch schon angespielt und daher weiß ich da auch ein bisschen Bescheid. Ja, PS5-Variante, Switch-Variante, wie gesagt, Cowabunga, ihr wisst Bescheid. Beide zusammen haben mich gekostet 51,96 Euro und das ist okay. Das war schon im Angebot. Den Standardpreis wollte ich erst nicht zahlen, deswegen habe ich ein bisschen gewartet, aber dann habe ich zugeschlagen. So, dann haben wir hier noch was für die PS5, nämlich die Day One Edition von The Callisto Protocol. Ja, ein Spiel, was ich eigentlich wieder verkaufen müsste oder abgeben müsste. Ja, das ist ja ein Spiel, wo ich ein bisschen eigentlich drauf gehypt war, weil ich Dead Space sehr mag und soweit ich ja verstanden habe, ist das so unter anderem auch von den original Dead Space Machern irgendwie oder von einem oder keine Ahnung, die dieses Spiel entwickelt haben. Da dachte ich schon so, oh, dann kann das ja nur geil werden, gruselig, Horror, ja, auf jeden Fall habe ich auch ein Review dazu gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Kurzfassung, es war nicht so gut, wie ich gehofft habe, mir hat auch vieles vom System her nicht gefallen. Es war auch nicht ganz so gruselig irgendwie, wie ich jetzt dachte teilweise. Das Kampfsystem war wirklich eigentlich Murks. Also ich fand es nicht gut. Und auch die Story, wo ich dachte, jetzt geht's mal endlich los, dann war es auf einmal schon zu Ende. Also war irgendwie jetzt nicht so der Bringer leider. Aber das könnt ihr mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gespielt habt. Wie fandet ihr das Spiel? Würde mich natürlich auch mal interessieren. Callisto-Protokoll. Für mich erstmal abgehakt. Das Ganze, da habe ich persönlich
25 Euro bezahlt und der Rest kam aus der Community. Da nochmal vielen, vielen Dank. Und wir haben das Ganze ja auch komplett gestreamt dafür dann. Und wie gesagt, leider waren wir da doch ein bisschen enttäuscht. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch was für die PS5. Ein sehr gutes Spiel, die Launch Edition von God of War Ragnarök. Ja, das ist der zweite Teil von dem neueren God of War, sagen wir mal. Und das Spiel haben wir auch im Stream gespielt. Und das war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also da habe ich schon fast überlegt, das ist ja fast schon so gut wie ein Game of the Year, würde ich fast sagen. Und das kam ja sogar letztes Jahr noch raus. Ich glaube, letztes Jahr ist das noch rausgekommen, nicht dieses Jahr. Und das ist wirklich sehr gut. Ich habe ja fast immer gedacht, das ist so ein bisschen wie so ein DLC, also nicht so lang. Und dass es so irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwann auch mal zu Ende ist. Aber es war doch dann sehr, sehr lang, das Spiel, wie ich fand. Sehr viel zu tun, sehr viel zu machen, sehr cool gemacht, coole Story, coole Kämpfe, immer noch auch Nebenaufgaben ohne Ende, extra Bosse, alles, wo ich noch nicht alle gemacht habe, aber auf jeden Fall ein absolut geiles Spiel, kann man nicht meckern, also das, wenn man God of War mag, bitte kaufen, sehr gutes Spiel. So, da muss ich mal kurz gucken, da habe ich nur 10 Euro bezahlt, was ja ganz cool ist und der Rest kam auch wieder aus der Community und zwar 60 Euro. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür, meine Freunde und das haben wir dann wie gesagt auch im Stream gespielt und das war absolut geil. Top Spiel, kann ich nicht meckern. Ich glaube, es gab nichts, wo ich meckern könnte, war eigentlich wirklich alles super. So, dann haben wir hier noch was für die PS5 und zwar dieses hier. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Das ist ein Stimme weg, ein Spiel für die PS5, welches eigentlich damals auf der PSP erschienen ist. Also eigentlich schon ein bisschen länger her, wo man ja mit Zack spielt statt mit Cloud. Also so ein bisschen Vorgeschichte. Und das habe ich damals auf der PSP auch gespielt, auch durchgespielt. Daher kenne ich das Spiel so gesehen schon. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel, aber auf jeden Fall auch ein bisschen anders als Final Fantasy VII. Allein vom Kampfsystem her war das immer ganz anders, da auch mit diesem Zufallsding, was da die ganze Zeit läuft und auch mit dem Level hochkommen und diese ganzen Missionen und Nebenaufträge, die du da hast und dann immer halt die Story. Wo ich das bestellt habe übrigens, gab es auch noch dieses wunderschöne Steelbook hier dazu mit Zack drauf und hinten hier mit dem Buster Sword und dem Titel. Also auch eine sehr schöne Verpackung, auch wenn ich ja sowas gar nicht so sehr sammle. Aber das war halt mit dabei. Jetzt bei der Reunion-Fassung ist auf jeden Fall die Grafik wirklich wunderschön gemacht. Also das sehe ich fast schon eigentlich als Remake. Da kann es auch nicht sagen, dass es nur jetzt so, also ein Remastered würde ich das jetzt nicht nennen, weil das doch wirklich schon sehr, sehr, sehr viel besser aussieht. Und es ist auch sehr cool. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, wenn man Final Fantasy VII in dem Universum unterwegs ist. Das Ganze hat 59,99 € gekostet und da habe ich gerne zugeschlagen. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch was für die PS5 und zwar Dead Space. Da ist es. Da habe ich gerade schon ein paar Worte drüber verloren bei Callisto Protokoll. Und hier haben wir Dead Space. Das ist das Remake vom ersten Teil. Eventuell mache ich da auch nochmal ein kleines Review zu. Deswegen sage ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel, außer das ist wirklich sehr, sehr sehr gut ist. Es ist sehr gut. Die Animation, die Grafik, alles tipptopp. Die leichten Veränderungen, alles super. Also ich kann nicht meckern. Ich habe mich auch teilweise erschrocken. Es war gruselig. Die Gegner sind teilweise, wenn du irgendwo stirbst und es nochmal versuchst, auch so ein bisschen random, dass irgendwo auf einmal noch ein Gegner sein kann, der eigentlich gerade nicht da war. Wenn du irgendwo Wege zurückläufst, können auf einmal wieder Gegner da sein, wo du denkst, du bist safe. Richtig cool gemacht. Absolut. Also bombastisches Remake, kannst du nur sagen, wenn man irgendwie was mit Dead Space anfangen kann oder mit Horrorspielen, irgendwie, oder Callisto Protokoll war nicht gut, kauft euch das. Kann ich nur sagen, absolut der Hammer. So, einmal hier mal aufpassen, dass ihr nicht so umfällt, so. Dead Space. Hat übrigens 79,99 € gekostet und zwei nette Personen aus der Community haben 55 Euro dazugegeben. Also vielen Dank nochmal dafür, meine Freunde. Sehr cool von euch. Wir haben das Ganze auch gestreamt, beziehungsweise Lisa hat das gerade letztens erst immer noch gestreamt. Sehr, sehr tolles Spiel. So, was haben wir noch? Dann haben wir wieder was von Strictly Limited Games. Das war eigentlich so mit dabei, sage ich mal, wo ich das ganze Cotton 100% bekommen habe. Da habe ich nämlich das hier mitbestellt gehabt. Und zwar das hier, Panorama Cotton für das Sega Mega Drive.
Ja, sehr, sehr cool. Da sieht man noch ein bisschen was teilweise vom Spiel. Also wenn ich das hier sehe, sieht das eigentlich so aus, als wenn du hier von unten nach oben, nach vorne fliegst und dann da so längs und ballerst. Fast so wie Space Harrier, wenn man das kennt. Das wollte ich auf jeden Fall unbedingt haben, weil das ist auch wieder so ein kleines Sammlerobjekt hier, was es damals bei uns, glaube ich, auch nicht gab in Deutschland. Und das Ganze hier ist da auch schon ausverkauft und so weiter. Auf jeden Fall wollte ich das haben, allein weil es auch Sega Mega Drive ist. Das finde ich ja immer sehr, sehr cool. Und ja, dieses gute Sammlerstück habe ich mir mal mitgenommen. Und dafür bezahlt habe ich 49,99. Das war es mir aber wert. So, dann haben wir hier dieses Cotton 100% Spiel, was ihr ja schon da für die PS4 gesehen habt. Hier auch in der Super Nintendo Variante. Natürlich auch sehr cool für die Sammlung. Und da ich ja Super Nintendo sowieso großer Fan bin, musste das sein, habe ich auch mitgenommen. Und hier könnt ihr auch ein paar Screenshots eventuell sehen. Das Ganze hier ist auch die PAL-Version. Also wenn ihr ein deutsches Super Nintendo habt, könnt ihr das spielen. Sehr, sehr cooles Spiel. Und das Ganze wollte ich für die Sammlung haben, habe ich mitgenommen. Musste sein. So, dafür bezahlt habe ich auch 49,99. Und weil ich ja so großer Fan bin vom Super Nintendo, haben wir hier das Ganze nochmal in der NTSC-Version. Also das wäre dann für die US-Konsole. Aber das ist sonst, glaube ich, das gleiche Spiel wie das, was ich gerade eben gezeigt habe. Und hier ist noch ein Sticker mit drin. Sehr, sehr coole Sache. Wollte ich mitnehmen. Finde ich cool für die Sammlung. Und auch das hat mich 49,99 gekostet. So. Dann haben wir hier auch wieder was sehr, sehr Cooles. Einmal hier für die Nintendo Switch und zwar das hier. Death Smiles 1 und 2 Collector's Edition für die Nintendo Switch. Ja, sehr, sehr coole große Box. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt gerade drin ist, kann ich so gar nicht sagen, müsste ich nachschauen. Das ist auch so ein Spiel, das habe ich damals noch auf der Xbox 360 mal gespielt. Da habe ich ja mal eine japanische Konsole gehabt. Dann habe ich mir aus Japan da mal so ein paar Spiele gegönnt gehabt. Unter anderem Escaluda und auch Death Smiles. Ich weiß nicht mehr, ob Teil 1 oder 2, ich glaube, das war noch Teil 1. Habe ich mir damals dort auch extra mal gekauft und fand das wirklich sehr, sehr cool. Allein weil das so diese Charaktere sind, der da so ein bisschen Gothic-mäßig so, dieses Death Smile so. Und das ist einfach ein Bullet-Hell-Shooter, wo du wirklich rumfliegst, da rumballerst, tausend Schüsse kommen auf dich zu und alles. Aber ich fand es immer sehr, sehr cool gemacht, auch wenn ich nicht so gut in so einen Spielen bin. Aber ich fand es einfach cool und wollte es einfach haben. Es hat mir gefallen und da wollte ich jetzt diese Collector's Edition auch haben. Für 89,99. So. Und weil das ja natürlich so cool ist, haben wir hier das Ganze auch nochmal für die PS4 gleich mitgekauft. Death Smiles 1 und 2 Collector's Edition. Das Ganze ist übrigens auch wieder von Strictly Limited Games. Wenn ihr euch das anschauen wollt, schaut mal rein. Und das ebenfalls für 89,99. So, dann haben wir hier auch so ein ganz, ganz cooles, nettes Bundle, welches vorgestern, glaube ich, erst angekommen ist bei mir, also noch ganz frisch. Und zwar haben wir hier von Limited Run Games, Ghoul Patrol für das Super Nintendo, der Nachfolger von Zombies Ate My Neighbors, den vielleicht nicht jeder kennt, der aber auch meiner Meinung nach nicht ganz so gut ist wie Zombies Ate My Neighbors, habe ich allerdings auch nicht zu viel gespielt, da bin ich doch eher der Zombies-Fan, aber das Ganze hier in einer Super Nintendo-Version, sehr, sehr cool. Gibt es natürlich auch Original bei uns in der Super Nintendo-Version, das ist jetzt die Limited Run-Version. Also muss man nicht vielleicht unbedingt haben, aber das war auf jeden Fall mit dabei in dem Bundle, was ich gekauft habe. Also Ghoul Patrol. Dann gab es da Zombies Ate My Neighbors nochmal fürs Super Nintendo in der Limited Run Version hier mit dem US-Cover. Also nicht das deutsche Cover, das sieht ein bisschen anders aus. Das ist ja mit eins der coolsten Multiplayer-Spiele überhaupt für das Super Nintendo. Also ich mag das super, super gerne. Ich liebe die Musik in dem Spiel. Und das musste ich einfach haben als Zombies Ate My Neighbors Fan. Eine Limited-Version vom Super Nintendo von einem sehr coolen Spiel. Musste ich zugreifen, kann ich nichts weiter zu sagen. Und das Ganze kam dann auch noch in einer Mega Drive oder Sega Genesis-Version, besser gesagt. Auch mit diesem USA-Cover hier, wo hier diese Frau so Angst hat und die Zombies am Hintergrund kommen. Das ganze Spiel hier in der Sega-Version, wie gesagt, das gab es auch damals auf dem Mega Drive. Gab es das bei uns auch? Ich glaube ja. Aber das ist die USA-Version.
Und auch das finde ich super cool. Auch Limited Run, alles richtig geil, wollte ich haben. Für die Sammlung ist das top. Auch wenn ich da doch eher bevorzuge, die Super Nintendo Version zu spielen, statt die Sega-Variante, muss ich sagen. So, und dann gab es hier natürlich das Ganze auch noch als Collectors Edition. Muss ich natürlich auch mitnehmen. Das sieht dann so hier aus, eine etwas größere Box. Hier an der Seite siehst du hier unten auch, was hier drin ist. Und zwar die Super Nintendo Variante von Zombies Ate My Neighbors. Sehr, sehr cool. Das musste ich auch haben für meine Sammlung. Also Zombies Ate My Neighbors, da hast du mich. Dann haben wir hier das Ganze natürlich nochmal, wie man hier sehen kann, dann für das Sega Genesis. Also das ist dann die Sega-Version hier. Sehr, sehr coole Sache. Wollte ich natürlich auch haben. Und was dann natürlich in dem Bundle auch noch dabei war, Ghoul Patrol, auch in so einer Edition hier. Und das Ganze natürlich dann auch in der Super Nintendo Variante. Das liegt übrigens auch daran, weil es dieses Spiel Ghoul Patrol gar nicht, soweit ich weiß, für das Sega Mega Drive gibt. Das heißt, man hat von diesem Spiel hier nur eine Super Nintendo Variante. So, und diese 6 Spiele, also 3 Standard Editions und 3 Collectors Editions im Bundle, haben gekostet $449,99. Also da könnt ihr euch gerne umrechnen, wenn ihr wollt, was es gekostet hat. Ist schon ein bisschen Geld, aber ich wollte das einfach haben. Deswegen habe ich das vor einer ganzen Weile mal irgendwann bestellt und jetzt ist es endlich angekommen. So, dann haben wir hier noch so ein paar kleine speziellere Sachen, das vielleicht nicht jeder wieder so kennt. Und zwar habe ich hier eine sozusagen Musik-CD für das Sega Dreamcast oder die Sega Dreamcast von Remute. Das ist ja der Kollege, der richtig coole Musik-Techno-Beats und sowas für immer alte Konsolen und Systeme macht, die du darauf abspielen kannst. Und das hier ist halt die Variante jetzt des neuen Albums Generations für das Sega Dreamcast. Sehr, sehr cool. Und hinten, das ist hier so die kleine Special Edition, da ist noch so ein Luftballon mit drin, den du da irgendwie aufpusten kannst. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da genau draufsteht. Ich glaube, da steht auch Remute und Generations drauf. Das ist so das kleine Gimmick hier. Sehr, sehr cool. Ich mag auch die Musik super gerne von dem Kollegen. Sehr coole Sache, wollte ich für die Sammlung haben. Und das hat mich gekostet $24,99. So, dann haben wir hier noch, was ich gekauft habe. Das ist übrigens aber wieder von Strictly Limited Games. Da haben sie anscheinend mit ihm eine kleine Kooperation gemacht, denn da konnte man das hier kaufen. Also das hier war jetzt dabei. Remute Techno-Optimistic oder so ähnlich heißt das Album, Techno-Optimistic. Das ist auch ein Album, was sehr, sehr cool ist. Da kam das hier mit der Musik-CD, auch dann direkt von Strictly Limited Games. Und dazu kam das Ganze halt, wie ihr hier sehen könnt, für das Sega Mega Drive. Da kannst du das direkt auf der Konsole abspielen, das Album, und dir dort dann anhören. Sehr, sehr coole Lieder. Mag ich super gerne, höre ich auch immer wieder gerne. Also ich habe die immer mal wieder bei mir laufen, muss ich zugeben. Und das Ganze hier halt von Strictly Limited für die Sega-Konsole zum Reinschmeißen und Anhören. Und als kleiner Bonus bei diesem Set war hier noch dieses Raumschiff, welches irgendwie so dazugehört, noch zum selber basteln hier mit dabei. Ich zeige euch das mal hier kurz. So sieht das Ganze aus. Kann man sich dann ein bisschen zusammenfalten und ja, basteln. Aber das mache ich natürlich nicht. Das ist für mich wieder ein kleines Sammlerobjekt. Und dafür bezahlt habe ich $54,99, um diese wunderschöne Musik auf meinem Sega Mega Drive hören zu können. Und auch die Musik-CD und auch was zum Basteln. Bastelzimmer ist ja fast eine Überraschung sein. So, und als letztes haben wir hier das eins der coolsten Alben auf der Remute-Sache für das Super Nintendo, und zwar das hier. The Cult oder The Cult of Remute. Sehr, sehr cooles Album. Ebenfalls kam vor der Sega-Geschichte raus. Also das hier war davor. Und auch sehr, sehr coole Lieder, wie zum Beispiel Die Instanz, You Can't Get Away With It, Cult, Hallo, haben Sie Jin, Eternal Rave, Es ist die Angst vor dem Verlust, also sehr cool. Und auch QR-Code-Bonus-Tracks sind hier mit drauf. Mercy Before Justice, All Night All Right Mix oder auch Illuminati Puppet. Sehr schöne Sache, auf jeden Fall. Das wollte ich auch haben, allein weil es wieder für Super Nintendo ist. Da bin ich ja immer ein bisschen... Ihr wisst Bescheid, so sieht das Ganze aus. Und das wollte ich auch unbedingt haben. Haben wir bestellt von Strictly Limited. Und da gab es auch diese wunderschöne Musik-CD mit dazu.
Auch hier sind die Bonustracks anscheinend mit drauf oder per Code, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ist jetzt nicht ausgepackt, ich höre das meistens ja über YouTube oder ähnliches. Sehr, sehr coole Sache. Und dafür habe ich auch bezahlt, 54,99. So, meine Freunde, das war's dann. Das war alles, was so in der letzten Zeit dazugekommen ist. Wie gesagt, der genaue Zeitraum steht in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Würde mich sehr, sehr freuen und da würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Das war euer Bändermeister. Awesome Schere. Habt einen schönen Tag. Ciao.